Brennpunkt Buff. Diesmal trifft es einen von ganz oben. Andy Weber. Das sind ziemliche Vorwürfe hier, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich so auf keinen Fall unterstützen kann. Ich hoffe, Sie haben den guten Abend. Er soll bei der Wahl zum IPTV-Moderator im Oktober 2009 seine Stimme erkauft haben. Für Weißwurst und Bier. Wird er sich schuldig bekennen? Auf keinen Fall, weil die Vorwürfe ja haltlos sind. Das ist, was Sie behaupten, ist absolut haltlos und zeigt wieder, dass Sie absolut null Talent haben zu recherchieren, irgendwelche Vorwürfe in den Raum stellen und einfach nur sensationsgeil sind. Die Fassade des sonst so lustigen Moderators scheint zu bröckeln, denn die Beweislast ist erdrückend. Vor der besagten Wahl kam Herr Weber auf mich zu und hat mir mehrere Sachen geboten, wenn ich eben für ihn wählen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Und der Herr Weber ist dann Moderator geworden. Im Endeffekt haben wir nachher nichts von den Sachen gesehen, die er uns versprochen hat. Es ist eine Sauerei und der kleine Mann ist im Endeffekt der Gelackmeierte wieder. Und dabei hatte alles doch so schön angefangen. Zusammen mit Kollegin Claudia stand er jede Woche vor der Kamera. Durch die erhobenen Vorwürfe könnte es jetzt schmerzhaft für Herrn Weber werden. Ah! Oh, Entschuldigung! Du bist 10 Meter gefahren! Am Ort des Betruges treffen wir Clemens Bittner, dem am Wahltag nur eine Stimme fehlte. Und natürlich, klar, bei mir war die Enttäuschung groß. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, wenn ich es einem gönne, dann ist es der Andi. Ist mittlerweile nicht nur ein Kollege, ist ein Freund, ist ein feiner Kerl. Glaubst du, dass er es bestochen hat? Nachdem wir Clemens aber von unseren Recherchen berichten, wird dieser skeptisch. Glaubst du, dass er bestochen hat? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ist ein guter Kumpel von mir. Ich glaube, der wird es gar nicht machen. Wie gesagt, es war eine gemeinschaftliche Aktion aller Bewerber. Wer gewinnt, sponsert es. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, der Herr Weber ist am Anfang des Jahres auf mich zugekommen und hat mir eben aufgesprochen, dass es Weißwürstel und Bier gibt, wenn ich ihn wähle. Und ich dachte mir, okay, wieso nicht? Ist doch eine nette Sache. Hab ihn gewählt und hab die Weißwürstel und das Bier niemals mehr gesehen. Ob man mit ehrlichen Wählern und seinen engsten Freunden so umgehen kann, das muss Herr Weber alleine mit seinem Gewissen ausmachen. Die Zukunft wird zeigen, welche Konsequenzen noch auf ihn warten.